My name is Bertolt Brecht. I am born in Augsburg, Germany, February the 10th, 1898. Bertolt Brecht, bin aus den schwarzen Wäldern. Meine Mutter trug mich in die Städte hinein, als ich in ihrem Leib lag, und die Kälte der Wälder wird in mir bis zu meinem Absterben sein. Am 10. Februar 1898 wird Eugen Bertolt Friedrich Brecht in Augsburg geboren. Den Lärm, den eine im Geburtshaus befindliche Feilenhauerei verursacht, muss der kleine Eugen nicht lange ertragen. Die Familie zieht in eine bessere Gegend um. Als älterer von zwei Söhnen wächst Brecht in der Geborgenheit eines bürgerlichen Haushalts an einem der idyllischsten Orte Augsburgs auf. Der unter nervösen Herzbeschwerden leidende Jugendliche macht sich in seinem Tagebuch schon bald über seine Berufung Gedanken. Nur manchmal mehr fühle ich in verlorenen Stunden, dass ich ein Dichter bin. Dann versinken die Welten. Mit 15 gibt er die Schülerzeitschrift Die Ernte heraus. Auch seine Freunde arbeiten mit. Er hält sie zu künstlerischer Arbeit an, inspiriert sie und profitiert von deren Einfallsreichtum. Als 1914 der Erste Weltkrieg beginnt, schreibt Brecht für Zeitungen Kriegsbriefe und patriotische Gedichte. Mit Freunden hält er nachts nach feindlichen Flugzeugen auf dem Perlachturm Ausschau. Noch im selben Jahr schreibt er seine moderne Legende. Als der Abend übers Schlachtfeld wehte, waren die Feinde geschlagen, klingen die Telegrafendrähte, haben die Kunde hinausgetragen. In derselben Nacht noch spät sangen die Telegrafendrähte von den Toten, die auf dem Schlachtfeld geblieben. Sie warte still bei Freunden und Feinden, nur die Mütter weinten üben und drüben. Bald nach Kriegsbeginn dringen die ersten Gefallenenmeldungen nach Augsburg. Auch Freunde Brechts sind unter den Toten. Es sind die Tränen in den Augen der Mütter, die zu einem Umschwung im Denken und Leben des 16-Jährigen führen. Süß und ehrenvoll ist es, für das Vaterland zu sterben. Diesen Ausspruch des Horaz bezeichnet Brecht in einem Schulaufsatz als Zweckpropaganda. Nur Hohlköpfe könnten von einem leichten Sprung durch das dunkle Tor sprechen. Brecht entgeht nur knapp einem Schulausschluss und erhält einen Eintrag ins Zeugnis. Eine seiner Lieblingsbeschäftigungen damals ist der Besuch des Plärrers, das Augsburger Volksfest. Schiffschaukeln gewährt mir volle Befriedigung. Wer Schiffschaukelt, kann kein Spießer werden. Im Freundeskreis, der sich um Brecht bildet, werden Lieder, Gedichte und Szenen vorgetragen. Man feiert Feste, liest Psalmen, trinkt Heidelbeerwein und dichtet. Es entstehen die Lieder zur Klampfe und seinen Freunden. Hat ein Weib fette Hüften, tu ich sie ins grüne Gras. Rock und Hose tu ich lüften sonnig, denn ich liebe das. Er war schon sehr nett und sehr immer höflich. Er hat mich ja immer, wenn wir auf dem Gehweg waren, es war ein bisschen schmal und er war doch auf der linken Seite, hat mich immer rechts gegangen, schnell runtergegangen, hat mich da, ich sage, damit ich ja einen Platz habe auf dem Gehweg. Also er war über und hat mir immer die Hand geküsst, was in Bayern gar nicht üblich ist. Alle Laster sind zu etwas gut, nur der Mann nicht sagt bald, der sie tut. Laster sind, was man will. Sucht euch zwei aus, eines ist zu viel. Man muss stark sein, denn Genuss macht schwach. Geht es schief, sich freuen noch am Krach. Der bleibt ewig jung, wie er's auch treibt. Der sich jeden Abend selbst entleibt. In seinem Drama Baal zeigt Brecht die elementare Natur eines Individuums, das sich ohne Rücksicht auf die Mitmenschen Genuss verschafft. Hier in den Lechauen, wo er sich gerne mit seinen Freunden herumtreibt, schreibt er Baals Lied. Brecht gefällt sich in der Rolle des Provokateurs und Genies.
Es gelingt ihm, im Gegensatz zu seinem Freund, dem späteren Bühnenbildner Kaspar Näher, dem Militärdienst an der Front zu entgehen. Kurz vor Kriegsende wird er noch für 3 Monate Militärkrankenwärter in einem Augsburger Lazarett. Arbeit und Soldaten, das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche. In Berlin ruft Scheidemann die Republik aus. In München entsteht vorübergehend eine Räteregierung. Über den Spartakusaufstand schreibt Brecht ein Stück. Trommeln in der Nacht. Es ist gewöhnliches Theater. Es sind Bretter und ein Papiermund. Glotzt nicht so romantisch. Bereits mit der ersten Inszenierung eines Brecht-Stückes in München 1922 kündigt sich eine neue Auffassung von Theater an. Für Trommeln in der Nacht erhält Brecht den Kleistpreis. In München lernt er Karl Valentin kennen. Er spielt auf dessen Oktoberfestbude mit und dreht mit ihm den Stummfilm Mysterien eines Frisiersalons. Dieser Mensch ist ein durchaus komplizierter, blutiger Witz. Er ist von einer trockenen, innerlichen Komik, bei der man rauchen und trinken kann und unaufhörlich von einem inneren Gelächter geschüttelt wird, das nichts besonders Gutartiges hat. Brecht will in der Hauptstadt Fuß fassen. Er will Berlin erobern. Bei seiner ersten Fahrt dahin schreibt er einen Abschied auf die Augsburger Zeit. Die Erinnerung an die Marie A. An jenem Tag im blauen Mond September, still unter einem jungen Pflaumenbaum, da hielt ich sie, die stille, bleiche Liebe, in meinem Arm wie einen holden Traum. Und über uns im schönen Sommerhimmel war eine Wolke, die ich lange sah. Sie war sehr weiß und ungeheuer oben. Und als ich aufsah, war sie nimmer da. Unter dieses Gedicht schreibt er: Abends 7 Uhr im Zug nach Berlin. Im Zustand der gefüllten Samenblase sieht der Mann in jedem Weib Aphrodite. Gezeichnet Geheimrat R. Kraus. Berlin. Das ist in den 20er Jahren das wegweisende und pulsierende kulturelle Zentrum Deutschlands. Es ist eine graue Stadt, eine gute Stadt. Ich trolle mich so durch. Da ist Kälte, friss sie. Brecht ist zu dieser Zeit begeistert vom Boxsport. Hier findet er ein fachkundiges Publikum, das seiner Ansicht nach dem Theater fehlt. Er greift Thomas Mann an, der für ihn der erfolgreichste Typ des bourgeoisen Herstellers künstlicher, eitler und unnützer Bücher ist. Brecht polemisiert gegen alles Alte und sorgt für Skandale. Ich sitze nicht bequem auf meinem Hintern. Er ist zu mager, mein Appetit ist zu schwach. Ich bin gleich satt. Die Wollust wäre das Einzige, aber die Pausen sind so lang, die sie braucht. Wenn man den Extrakt ausschlürfen könnte und alles verkürzen, ein Jahr vögeln oder ein Jahr denken. Für einen starken Gedanken würde ich jedes Weib opfern, beinahe jedes Weib. Brecht lebt mit der Schauspielerin Helene Weigel zusammen, die er später heiratet. 1924 wird Stefan geboren. Mit 26 Jahren hat Brecht 3 Kinder von 3 verschiedenen Frauen. Trotz seiner ständigen Affären hat die Ehe mit Helene Weigel bis zu seinem Tod Bestand. Sie ist von Brechts Bedeutung überzeugt und verschafft ihm auch in schwierigen Zeiten die Freiräume, die er zum Arbeiten braucht. Später wird die gebürtige Wienerin seiner Frauen gestalten. 1926 tritt sie erstmals in einem Brecht-Stück auf. In Mann ist Mann geht es um die Ummontierung eines Hafenarbeiters in eine menschliche Kampfmaschine. In der Inszenierung von 1931 kommt es zu einem außergewöhnlichen Experiment. Mittels Stelzen und Drahtbügeln erscheinen die Soldaten als besonders große und breite Ungeheuer.
Die Gesamtheit des Theaters muss umgestaltet werden. Nicht nur der Text oder der Schauspieler oder selbst die ganze Bühnenaufführung, auch der Zuschauer wird einbezogen. Seine Haltung muss geändert werden. 1928 erhalten Brecht und Weil den Auftrag, das Berliner Schiffbauerdammtheater mit der Bearbeitung von John Gays Beggar's Opera unter neuer Direktion wieder zu eröffnen. Wegen der unzähligen Kräche und dem Chaos im Vorfeld glaubt bei der Uraufführung der Drei-Groschen-Oper niemand mehr an den Erfolg des Stücks. An dem schönen, blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mäcki-Messer nennt. Die Drei-Groschen-Oper wird zum größten Theatererfolg der 20er Jahre und bringt für Brecht und Weil den Durchbruch. Auf die Beggar's Opera war Brecht durch seine Mitarbeiterin Elisabeth Hauptmann aufmerksam gemacht worden. Ohne sie wäre die Drei-Groschen-Oper nicht möglich gewesen. Sie hatte die englische Vorlage für Brecht übersetzt. Nein, die wäre sicher nicht gekommen, aber mein Gott, das war auch drin. Wozu konnte ich denn Englisch? Wozu? Damit das nicht so aussieht, als ob die Mitarbeiter ausgebeutet wurden. Wir hatten ja unendlich viel davon. Kam es zur Diskussion, hat man gemerkt, wo die Argumente waren. Sie schreiben hier von Autorität was. Die Autorität bildete sich aufgrund der besseren Argumente meistens. Wir haben 6 Zylinder und 30 Pferdekräfte. Wir wiegen 22 Zentner. Wir liegen in der Kurve wie Klebestreifen. Unser Motor ist ein denkendes Erz. Für das Werbegedicht Singende Steierwegen erhält Brecht von der Firma ein Auto. Als er damit verunglückt, veröffentlicht er eine Reportage. Nach seiner Erklärung, dass man in diesem Auto einen Unfall ohne Schaden überstehen kann, bekommt er einen neuen Steier. Durch die Drei-Groschen-Oper ist Brecht zum Erfolgsautor geworden. Er kann sich nun sogar ein Haus in Utting am Ammersee leisten. Und für ihn noch wichtiger, er kann weitgehend frei arbeiten. Auch seine privaten Beziehungen regelt er gerne mit Verträgen. Wichtig bleibt für ihn seine Unabhängigkeit. 1. Mai 1929. Der Polizeipräsident Berlins lässt auf demonstrierende Arbeiter bei einer verbotenen Maikundgebung schießen. Es gibt Tote und Verletzte. Brecht beobachtet die Ereignisse von der Wohnung des Soziologen Fritz Sternberg aus. Nach dessen Aussage ist es nicht zuletzt dieses Ereignis, das Brecht immer mehr zu den Kommunisten treibt. Im Oktober stürzt der Börsenkrach an der Wall Street Deutschland in eine schwere Wirtschaftskrise. Die Zahl der Arbeitslosen steigt rapide an. Mit Hans Eisler und Zlatan Dudow arbeitete er an dem Spielfilm Coole Wampe. Ich spielte mit in dem Film, aber ich spielte einen, ich sang vielmehr eine Rolle mit 4000 Arbeitersportlern von Fichte, die gebeten wurden, doch mitzusingen. Wir bekamen dann 3 Mark und eine Erbsensuppe mit einer Bockwurst und gingen dann raus an Müggelsee und sang denn das Lied. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht, beim Hungern und beim Essen. Vorwärts und nicht vergessen, die Solidarität. Brecht tritt für die Ziele der Kommunisten ein, wird aber niemals Parteimitglied. Die Parteigenossen stehen ihm stets misstrauisch gegenüber. 1932 dramatisiert er Maxim Gorkis Roman in seinem Stück Die Mutter. Wir haben gehört, der Kommunismus ist ein Verbrechen. Das ist nicht wahr. Der Kommunismus ist gut für uns. Was spricht gegen den Kommunismus? Er ist vernünftig. Jeder versteht ihn. Er ist leicht. Du bist doch kein Ausbeuter, du kannst ihn begreifen. Er ist gut für dich, erkundige dich nach ihm. Immer häufiger kommt es zu Nazi-Krawallen. Auch Aufführungen von Brecht-Stücken werden gewaltsam gestört.
Den Nazis ist der linke Dichter besonders verhasst. Er hat sie seit ihrem ersten Auftreten bekämpft. Für Brecht ist Hitler der Exponent des aggressivsten und reaktionärsten Kapitalismus. Hinter der Trommel her trotten die Kälber. Das Fell für die Trommel liefern sie selber. Der Metzger ruft, die Augen geschlossen. Das Kalb marschiert mit ruhig festen Tritt. Die Kälber, deren Lupe ihrem Job geschlossen, marschieren im Geist in seinen Reihen mit. Als Hitler am 30. Januar 1933 die Macht antritt, wird für Brecht der Aufenthalt in Deutschland gefährlich. Auf die Rückseite dieses Fotos schreibt er, die Kisten sind gepackt. Am 27. Februar brennt der Reichstag. Brecht kehrt nicht mehr in seine Wohnung zurück und verlässt am Morgen danach Deutschland. Immer fand ich den Namen falsch, den man uns gab, Emigranten. Das heißt doch Auswanderer, aber wir wanderten doch nicht aus, nach freiem Entschluss, wählend ein anderes Land, wanderten wir doch auch nicht ein, in ein Land dort zu bleiben, womöglich für immer, sondern wir flohen, Vertriebene sind wir, Verbannte. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich. Mai 1933, Bücherverbrennung durch die Nazis. Auch Brechts Schriften werden verboten. Auf der Flucht vor seinen Landsleuten gelangt Brecht mit seiner Familie auf Umwegen nach Dänemark, auf die Insel Fünen. Geflüchtet unter das dänische Strohdach, Freunde, verfolge ich euren Kampf. Hier schicke ich euch, wie hin und wieder schon, ein paar Worte aufgescheucht durch blutige Gesichter über Sund und Laubwerk. Verwendet, was euch erreicht, davon mit Vorsicht. Vergilbte Bücher, brüchige Berichte sind meine Unterlage. Sehen wir uns wieder, will ich gern wieder in die Lehre gehen. Margarete Steffin, Freundin und Mitarbeiterin Brechts, folgt ihm nach Svendborg. Zwischen beiden war Anfang der 30er Jahre eine Liebesbeziehung entstanden. In Dänemark taucht schon bald eine Rivalin auf, die Schauspielerin Ruth Berlau. Die rote Ruth, wie die extravagante Dänin seit ihrer euphorischen Berichte über die Sowjetunion genannt wird. Für Helene Weigel, die sich nur schwer mit den Freundinnen ihres Mannes abfinden kann, gibt es im Exil kaum Möglichkeiten, als Schauspielerin aufzutreten. Sie sorgt sich um die Familie und darum, dass der Dichter ungestört arbeiten kann. Er war ein ganz ausgezeichneter Sonntagsvater, nicht? Er ging mit dem Zirkus, er unterhielt sich gerne mit seinen Kindern, war interessiert in ihren Meinungen und wir hatten ja Gott sei Dank eine Werktagsmutter, sodass das wunderbar funktionierte. Stören durfte man ihn nicht, nicht bei der Arbeit. Sie kennen das Gedicht, ja? Und ist die Barbara größer, dann wird der Bidi klein, denn darf zur großen Barbara der Bidi nicht herein. 1935 reist Brecht nach Moskau. Am 1. Mai sieht er, wie er in einem Interview sagt, den Triumph über die Schwierigkeiten, die die Umgestaltung einer neuen Welt mit sich bringen. Brecht wird zu Lesungen im Rundfunk eingeladen. Empfangen wird er von seinem Freund und russischen Übersetzer, dem Schriftsteller Sergei Tretjakow. Brechts Freunde in Moskau geraten bald ins Kreuzfeuer der Auseinandersetzungen über die Linie der Partei. In den folgenden Jahren finden die Moskauer Prozesse statt. Den sogenannten Säuberungen fallen Millionen von Menschen zum Opfer. Auch Brechts Freunde geraten in die Mühlen der stalinschen Terrorpolitik. Auch Koltsow verhaftet in Moskau. Meine letzte russische Verbindung mit Rüben. Niemand weiß etwas von Tretjakow, der japanischer Spion sein soll. Niemand etwas von der Nea, die in Prag im Auftrag ihres Mannes trotzkistische Geschäfte abgewickelt haben soll. Reich und Asja Lazis schreiben mir nie mehr. Literatur und Kunst scheinen beschissen, die politische Theorie auf dem Hund. In der Öffentlichkeit schweigt Brecht zu dem Terror Stalins. Die Sowjetunion erscheint ihm trotz allem die einzig wirksame Macht gegen Faschismus und Krieg, der in Nazi-Deutschland vorbereitet wird. Hitlers Expansionsgelüste
werden spätestens 1938 für alle Welt deutlich sichtbar. Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich. Als Brecht durch die Expansion Deutschlands sich und seine Familie auf Fünen zunehmend bedroht sieht, verlässt er Dänemark und flüchtet weiter nach Schweden. In den Morgenstunden des 9. April landeten in zahlreichen Häfen Norwegens und Dänemarks deutsche Truppen. Eine in der Seekriegsgeschichte beispiellose Leistung. Das Schlüsselfort vor Oslo, das hartnäckigen Widerstand leistet, wird von deutschen Kampfflugzeugen mit Bomben belegt. Mit klingendem Spiel rücken die deutschen Truppen in Oslo ein. Auch in Schweden kann Brecht sich bald nicht mehr sicher fühlen. Als die Polizei seine Wohnung nach politischen Publikationen durchsucht, flüchtet er mit seiner Familie weiter nach Finnland. Dort schreibt er an einer Gangstergeschichte, für die er sich Aufführungsmöglichkeiten in den USA erhofft. Der Aufstieg des Arturo Uy. Um den Frieden ganz zu sichern, habe ich heute angeordnet, dass unverzüglich neue Thompson-Kanonen und Panzerautos und natürlich was an Brownings, Gummikrippeln und so weiter noch hinzukommt, angeschafft werden. Denn nach Schutz schreien nicht nur Cicero und Capua, sondern auch andere Städte, Washington und Milwaukee, Detroit, Toledo, Pittsburgh, Cincinnati, wo es auch Gemüsehandel gibt, Flint, Boston, Philadelphia, Baltimore, St. Louis, Little Rock, Minneapolis, Columbus, Charleston und New York. Das alles will geschützt sein und kein Pfui. Und kein, das ist nicht fein, hält auf den Uli. In den bedrohlichsten Zeiten des Exils im letzten Jahr in Dänemark, in Schweden und in Finnland schreibt Brecht seine großen Stücke. Der Aufstieg des Arturo Uy, Mutter Courage und ihre Kinder, Leben des Galilei, der gute Mensch von Sezuan und Herr Puntila und sein Knecht Matti. In Finnland kommt er auf Einladung der Schriftstellerin Hella Wuolijoki vorübergehend auf dem Gut Marlebäck unter. Die Situation wird immer schwieriger, bis endlich die lang erhofften Visa für die USA eintreffen. Er reist mit seiner Familie und Margarete Steffin über die Sowjetunion. Seine schwerkranke Freundin muss er in Moskau zurücklassen. In Wladiwostok erfährt er von ihrem Tod. Amerika ist für ihn längst nicht mehr wie in seinen Jugendjahren das Land der Sehnsucht. Man ist unaufhörlich Käufer oder Verkäufer. Man verkauft sozusagen dem Pissoir seinen Urin. Brecht lässt sich in Santa Monica nieder. Er schreibt das Szenario eines Films über das Attentat auf Heydrich und arbeitet mit Fritz Lang zusammen. Doch der Hollywood-Regisseur macht gegen den Widerstand Brechts eine reißerische Kriminalstory daraus. Im Krieg zeichnet sich immer deutlicher der Sieg der Alliierten ab. Anders als Thomas Mann, der von einer gewissen Gesamthaftung des deutschen Volkes spricht, unterscheidet Brecht immer zwischen Deutschland und Nazi-Deutschland. Für Brecht steht es außer Frage, dass er nach dem Krieg zurückkehren wird. Zu seinen fruchtbarsten Arbeitstagen im amerikanischen Exil gehört die Zusammenarbeit mit dem Schauspieler Charles Laughton, mit dem er an der Übersetzung und Bühnenversion des Galileo arbeitet. Die Aufführung findet im Juli 1947 im Coronet Theater in Beverly Hills statt, mit Charles Laughton in der Hauptrolle. Brecht hatte nach dem amerikanischen Abwurf der Atombombe auf Hiroshima und Nagasaki wesentliche Änderungen an dem Stück vorgenommen. Er lässt Galilei nun den Widerruf der Wahrheit als folgenschweres Versagen erkennen. Galilei klagt sich selbst an. 3 Monate nach der Uraufführung wird Brecht vor den Kongressausschuss zur Untersuchung unamerikanischer Tätigkeiten geladen. My name is Bertolt Brecht. I'm born in Augsburg, Germany. Brecht begegnet dem Verhör mit schwelgscher List und schlagfertig gespielter Begriffsstutzigkeit. Auf die Frage nach der Mitgliedschaft in einer kommunistischen Partei antwortet er richtig: I was not a member or am not a member of any communist party.
Your answer is then that you have never been a member of the Communist Party. That is correct. Wieder schreibt Brecht auf ein Foto, die Koffer sind gepackt. Es kommt zwar zu keiner Anklage, aber trotzdem verlässt Brecht am 31. Oktober 1947, am Tag nach dem Verhör, die USA in Richtung seiner Heimat. Armut spart nicht, noch Mühe, Leidenschaft, nicht noch Verstand, dass ein gutes Deutschland blühe, wie ein anderes gutes Land, dass die Völker nicht erbleichen, wie von einer Räuberin, sondern ihre Hände reichen uns wie anderen Völkern hin, uns wie anderen Völkern hin. Als ich wiederkehrte, war mein Haar noch nicht grau, da war ich froh. Die Mühen der Gebirge liegen hinter uns, vor uns liegen die Mühen der Ebenen. Brecht kehrt nicht gleich nach Deutschland zurück, sondern beobachtet aus der Schweiz die politische Entwicklung. Immer deutlicher zeichnet sich die Spaltung ab. Brecht, der sich stets für die Einheit Deutschlands ausspricht, entscheidet sich schließlich für den sowjetisch besetzten Teil seines Vaterlandes, wo er die Möglichkeit erhält, ein eigenes Theaterensemble zu gründen. Im Berliner Deutschen Theater wurde Bertolt Brechts Mutter Courage und ihre Kinder in der Inszenierung von Erich Engel zu einem der größten Bühnenerlebnisse der Nachkriegszeit. Paul Bild und Gerda Müller gehören zu den Ensemblemitgliedern, die ebenso wie Brecht und Engel als Nationalpreisträger vorgeschlagen wurden. Der Komponist Paul Dessau und die Darsteller Angelika Hurwitz und Helene Weigel, die Mutter Courage, sollen auch den Nationalpreis erhalten. Die Inszenierung von Mutter Courage und ihre Kinder in Berlin wird zum epochemachenden Ereignis für das europäische Theater. Jetzt kann Brecht seine im Exil geschriebenen Stücke und seine Theorie des epischen Theaters in der Praxis erproben. Für ihn eine wichtige Voraussetzung für die endgültige Textfassung. Seine Inszenierungen bietet der Stückeschreiber und Regisseur als Theatermodelle an. Intendantin des 1949 gegründeten Berliner Ensembles wird Helene Weigel, die nach den langen Jahren des Exils endlich wieder als Schauspielerin auftreten kann. Sie spielt auch bei der ersten Aufzeichnung eines Theaterstücks im deutschen Fernsehen die Hauptrolle. Die Gewehre der Frau Carrar. Sie haben mir schon einen gebracht, der meinte auch, er werde schon Glück haben. Wir haben kein Glück. Das werdet ihr noch merken, bevor die Generäle mit uns fertig sind. Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Das Stück spielt im Spanischen Bürgerkrieg. Frau Carrar weigert sich hartnäckig, ihre Gewehre gegen die Generäle zur Verfügung zu stellen, gegen die ihre Söhne kämpfen. Es war einer von ihren Fischkuttern mit Maschinengewehren. Sie haben im Vorbeifahren einfach abgeschossen. Vorhin habe ich eine Fahne zerrissen. Sie haben mir wieder eine gebracht. Helene Weigel führt hier meisterhaft epische Schauspielkunst vor. Im sparsamen Umgang mit großen Gesten macht sie ihr Umschwenken am Schluss umso wirkungsvoller. Was ist das? Der Durchbruch. Sofort los. Nehmt die Gewehre heraus, macht ihn fertig, José. Das Brot ist auch fertig.
Schon 1951 erhält Brecht den Nationalpreis erster Klasse. Doch das Verhältnis zur Kulturbürokratie ist gespannt. Der parteilose Dichter steht in Gegenposition zum Theatersystem Stanislavskis, das für die DDR-Theater verbindlich geworden ist. Brechts und Dessaus Oper, Das Verhör des Lucullus, wurde heftig kritisiert. Nach mehrstündiger Aussprache mit Vertretern von Regierung und Partei erklärt sich Brecht zu einer Überarbeitung bereit. Sein Verhältnis zur SED wird zwei Jahre später, am 17. Juni 1953, auf eine harte Bewährungsprobe gestellt, als Arbeiter in Ost-Berlin demonstrieren. Brecht war sehr, sehr erschüttert, dass es so weit kommen musste, dass also die Arbeiter in einem Staat, der eigentlich für sie gemacht war, streiken mussten, Dinge durchzusetzen, die eigentlich für einen solchen Staat normal sind, nämlich über die Arbeit mit den Arbeitern zu reden. Und er selbst ging unter die Linden, ich war dabei und wir versuchten Gespräche anzufangen und hatten da auch einige Erlebnisse. Die Behauptung, dass Brecht Hurra geschrien haben soll, als die Panzer eingefahren sind, das ist also das Wort Hurra war gar nicht in seinem Sprachschatz. Das ist also Unsinn. Die sowjetischen Panzer walzen den Aufstand blutig nieder. Brecht schreibt an Ulbricht eine Erklärung, in der er eine große Aussprache mit den Massen fordert. Von dem Brief wird aber nur der Teil abgedruckt, in dem Brecht seine Verbundenheit mit der SED erklärt. Im Sommer fährt er in sein Haus außerhalb Berlins nach Bukow. Für ihn, so schreibt er, habe der 17. Juni die ganze Existenz verfremdet. Als poetische Reaktion entstehen die Bukower Elegien, eine Gedichtesammlung, die in der DDR lange Zeit nicht veröffentlicht werden durfte. In den Elegien scheinen ihm die Schönheiten der Natur über Nacht in Frage gestellt. Böser Morgen. Die Silberpappel, eine ortsbekannte Schönheit, heut eine alte Vettel. Der See, eine Lache Abwaschwasser nicht rühren. Die Fuchschen unter dem Löwenmaul billig und eitel. Warum? Heut Nacht im Traum sah ich Finger auf mich deutend, wie auf einen Aussätzigen. Sie waren zerarbeitet und sie waren gebrochen. Unwissende schrie ich, schuldbewusst. 1954 erhält das Berliner Ensemble endlich ein eigenes Haus, das Theater am Schiffbauer Damm, wo ein Vierteljahrhundert zuvor die Uraufführung der Dreigroschenoper stattfand. Der internationale Durchbruch gelingt dem Ensemble bei den Gastspielen 1954 und 55 in Paris. Brecht wird dort von der bürgerlichen und linken Presse gleichermaßen euphorisch gefeiert. Der Erfolg stärkt seine Position auch im eigenen Land. Nach dem 17. Juni mischt er sich politisch noch mehr ein. 1955 sammelt er Unterschriften gegen die Pariser Verträge, die die Bundesrepublik in die NATO einbeziehen. Brecht lebt in dem Land, wo er seine Projekte am besten verwirklichen kann. Und er bleibt bis zuletzt in der DDR, obwohl ihm von Parteifunktionären zunehmend Schwierigkeiten gemacht werden. Sein Tod am 14. August 1956 kommt unerwartet. Er stirbt im Alter von 58 Jahren in seiner Wohnung in Berlin an den Folgen eines Herzinfarktes. Brecht hatte verfügt, dass an seinem Grab nicht gesprochen werden dürfe. In einem Gedicht, das er im dänischen Exil schrieb, hatte er sich selbst an die Nachgeborenen gewandt. Ihr, die ihr auftauchen werdet aus der Flut, in der wir untergegangen sind, gedenkt, wenn ihr von unseren Schwächen sprecht, auch der finsteren Zeit, der ihr entronnen seid. Gingen wir doch, öfter als die Schuhe die Länder wechselnd, durch die Kriege der Klassen, verzweifelt, wenn da nur Unrecht war und keine Empörung. Dabei wissen wir doch, auch der Hass gegen die Niedrigkeit verzerrt die Züge. Auch der Zorn über das Unrecht macht die Stimme heiser. Ach, wir, die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit, konnten selber nicht freundlich sein. Ihr aber, wenn es so weit sein wird, dass der Mensch dem Menschen ein Helfer ist, gedenkt unserer mit Nachsicht.